Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde von Farm Together. Ich bin ja beim letzten Mal rausgeflogen, jetzt habe ich keinen Sprit mehr. Das ist so. Bäh. Und hier ist natürlich nichts drin in den Tankstellen. Nee. Ich hatte gerade wieder einen vollen Tank. Ich habe es mir mühsam zusammengecraftet, gespart. Gegathert. Finde ich jetzt tatsächlich lustig. Das finde ich schön, dass du das lustig findest. Auch. Ich nicht. So. Guck mal, wie weit ich jetzt mit meinem bisschen Tank komme. Lalalala. So. Hier ein bisschen, hier ein bisschen. Noch ein Stück, noch ein Stück. Wo war das nochmal? Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das war doch irgendein Film, oder? Aber auch keine Ahnung gerade. Ah, Mist. Lasst mich jetzt. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ich komme nicht drauf, welcher Film das war. Hey, mein Tank ist leer. Hey. Wow, ich kriege ein 1/17 gefühlt eines Tanks. Merkst du meine Begeisterung? Ja. Du hast dann keine Diamanten mehr. Nein! Das war falsch. So. Muss mal eben hier die von der Hand machen. Sonst passt das einfach nicht. Und das stört mich, wenn es nicht passt. Außerdem haben wir sowieso kein Geld mehr. Wir haben auch keine Diamanten mehr. Bisschen arm. Mhm. Was sollen wir nur tun, Chi? Oh, die Steckrücken, wir sind fast fertig. Das ist gut. Hast du gerade Benzin? Jo. Okay, dann darfst du meinetwegen gerne ernten, weil ich habe nämlich keins oder so gut wie nicht zumindest. Aber ich hole mal eben 25 Gold aus dem Brunnen, das wird uns helfen. Oh ja. Aber wir können wieder am Stand verkaufen, Gemüse. Hm, ich sehe es gerade. Einmal zumindest. Ah. Einmal ist mehr als zweimal. Okay, einmal. Mehr ist noch nicht fertig. Doch, jetzt wieder. Sie auf ihrer Effizienzschiene. Ja, natürlich. Mann, Mann, Mann. Warte, weißt du, was ich dazu sage? Hä? Und meine Katze gefällt's auch. Ich hab's gehört. Miau. Da ist das Baumhaus, wo die unartigen Jungs reinkommen. Weißt du, woran ich gerade denken muss, Chi? Hm? Meinst du nicht auch, dass zum Beispiel ein Steinhaus flächenmäßig innen noch größer ist als das Baumhaus? Könnte gut sein, ja. Da könnte man sich natürlich noch mehr auslassen. Könnte gut sein. Wie viel kostet das so für Steinhaus? Ich glaube, wie war das? 120 Diamanten? Stimmt. Ja, 120. Vor allem Preis pro Stufe und wir haben 6 Stufen. Ach so, ja. Achso, ja, wie beim Baumhaus. Ja. Das könnte lustig werden. Ja. Aber das muss ja dann etwas größer sein. Glaube ich eigentlich auch. Ich kann mir nicht nur vorstellen, dass das nur optisch ist. Hm. Oh, geil, mein Tank ist ja wieder leer.
Ach gut, dann gehe ich halt nicht zur Tankstelle. Das Entschuldigen ist in dem Moment, Sie. Moment, ich geklickt habe. Entschuldigen Sie, haben Sie hier Almosen für mich? Nur ein bisschen. Oh, danke sehr. Ein Fünftel Tankladung. Ich fühle mich so gut. Dafür ernte ich aber auch gerade. Ich gieße Blumen. Die übrigens bald wieder fertig sind. Hä, das bringt überhaupt nichts, die zu gießen, die Blumen. Die kann man nur dreimal gießen während einer Periode. Also einer Ernteperiode. Ach so. Habe ich schon rausgefunden. Ach so. Ist das, was ich hier mache, gerade total sinnlos? Warum mache ich das dann überhaupt? Das weiß ich auch nicht. Warum höre ich damit nicht auf, Chi? Also, kann ich dir nicht beantworten. Steckrüben. Oh, hier ist der Fisch fertig. Aal. Ich mag Aal. Jetzt. Also wollte gerade sagen, als Gericht oder als Fisch? Als Gericht. Aal. Weiß ich gar nicht, ob ich Aal schon mal gegessen habe. Ah, gibt's ganz. Mein Lieblings-Sushi ist mit Aal. Okay. Nein, immer der Lieblings-Sushi. Ich habe schon so ewig lange kein Sushi mehr gegessen. Glaube ich vor 2 Wochen. Ja, schön. Meine Schwester wollte noch einmal Sushi essen. Ja, okay. Mhm. Nein! Ha! Erstmal ein Feld hinstellen. Das hole ich mir halt. Ist alles nicht fertig. Ich brauche Sprit. Ich brauche Geld. Ich brauche Diamanten. Ich brauche Sprit. Ich brauche alles. Ah, wir haben Frühling. Ja, immerhin das. Mhm. Ja. Ah, hier ist aber gleich wieder ready. Ready to rumble. Kann ich wieder Gemüse verkaufen? Ich kann Obst ernten. Stimmt. Das bietet sich auch an. 5 Sekunden. Jetzt habe ich was Goldenes gefunden. Lol. Ui. Es hat geglitzert. Ja, dann hast du bestimmt Gold gefunden. Wir haben jetzt insgesamt schon 12 Goldnuggets. Was brauchst du hier zum Teufel? Okay, ich brauche hier mal. Hier brauchen wir wieder Essen. Hier die komischen Hühnchen haben kein Essen mehr. Die Tiere sind ganz schön teuer. Ups. So. Brauchen wir im Fensterschrein, Kinder? Das schreien Kinder? Wieso werden sie gerade, werden ihnen Schmerzen zugefügt? Oder wieso schreien sie? Ich glaube nicht. Okay. Ich hör's. Ja. Das klingt eher so, wie wenn man eine Katze am Schwanz zieht oder sowas. Nee, ich glaube, der hat Hunger. Okay, gut. Ich würde dann zwar anders reagieren, wenn ich Hunger habe, aber okay. Ich bin aber auch nicht nur ein paar Monate alt. Ja, okay. So, habe ich hier wieder ein bisschen was verkauft. Oh, ich glaube, mein Ohr schwillt wieder ab. Beim Spielen. Das liegt wahrscheinlich an meiner Stimme, die du hörst. Ja, die höre ich nur im linken. Vielleicht überträgt sie es aufs rechte. Nee. Gott, das wäre doch jetzt mal dein Moment gewesen, um etwas Schönes zu sagen, wo du dann der Community auch zeigen könntest und sagen, oh, das ist, die sind voll lieb zueinander und so weiter, aber nein. Oh, ich sehe gerade, du hast ja auch schon. Die kennt mich halt. Ja, warum sollte man auch nett sein? Ich sehe gerade, du hast ja auch schon ein paar Leuchten gebaut, ein paar von den Gartenlichtern. Also auf den. Auf den Straßen würde ich weiterhin diese Straßenlaternen machen. Das passt irgendwie themenmäßig besser, finde ich. Aber so generell irgendwo im Gartenbereich, da macht das natürlich Sinn, vielleicht so ein bisschen auf diese Leuchten zu gehen. Nein!
Ja gut, ich glaube nicht, dass du da ein Feld hinhaben möchtest. Ach so. Dachte gerade. Die Bienen brauchen, glaube ich, immer 24 Stunden, kann das? Jo, so ungefähr, glaube ich. Ich habe Blumen geerntet. Versehentlich. Jojo. Ich wollte sie eigentlich nur gießen und, ja. Mohn. Ich glaube, Blumen lohnen sich auch richtig aufzuleveln. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich sage, die nächste Erweiterung wird dann dieser japanische Garten. Nicht die Fische? Na gut, ist ja eigentlich, gehört es ja mit zum japanischen Garten. Ja. Also im japanischen Garten kann man ja hier Blumen und Fisch kombinieren. Ja, würde ich auch sagen. Ich muss mich nochmal umsetzen. Oh, die Frau wird alt. Das wird jeder so. Mensch. Ja. Halt. So. Dicke, fette Kanickel. Na, 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 na. 56 Minuten. Hä? Na, mein Spieler hat gerade den Shop aufgemacht, obwohl ich gar nichts gedrückt habe. Sehr eigenartig. Mhm. Das ist doch bestimmt ein Fall für X-Faktor. Nee, für Galileo Mystery, ja. X-Faktor kann das aber auch machen. So viel Salat. Das ist ein gutes Stichwort. Für was? Erstmal ist der Salat noch fertig und man kann auch wieder anpflanzen. Ja, ich gehe mit Zucchini wieder. Achso, ja, ich habe jetzt hier gerade Salat schon gemacht. Egal. So. Mach du deine Zucchini-Felder, ich mache ein bisschen Salat. Multikulti. So. Fertig. Nein, sehe ich nicht. Ich würde gerne sehen, wie viel, was du mit 7 Geld kaufen willst. Das ist eine Frage der argumentativen Überzeugungskraft. Natürlich. Erstmal Sprit holen. So. Außerdem haben wir mehr als 7 Gold. Ja. Da war ich stehen geblieben. Ich auch gar nicht. So, dann können wir wieder bald taube Nüsschen verkaufen. Und wir haben schon wieder fast diese komischen Wattebommel da voll. Diese Golfbälle, ja, die Golfbälle mit Schwengel. Ah, vielleicht machen das die Kokosnusspalmen. Nee, das kommt von den Maulbeeren. Ach so. Woher das kommt, weiß ich nur. Wir haben halt eben keine Möglichkeit, die zu verkaufen. Ich guck gerade nochmal, ob wir vielleicht mal irgendwie was freigespielt haben und es noch nicht gesehen haben. Okay, auf Level 20 kommt irgendwas ziemlich Merkwürdiges. Oh gut. Das ist Eier. Wir könnten mittlerweile sogar die Pfandleihe kaufen. Da habe ich schon Gold, Nuggets gegen Geld und Ressourcen. Aber das macht wenig Sinn. Ich würde schon ganz gern auf ein Medaillending gehen. Man weiß ja auch nicht, wie lange wir noch effektiv Medaillen, also Quests bekommen. Ich glaube, da kommen noch einige. Trotzdem wäre es nicht verkehrt, wenn wir zumindest eine Sache hätten, womit wir Medaillen machen können. Nee, hier haben wir nichts Neues. Okay.
Ich habe in dem ganzen Spiel noch nicht ein einziges Mal einen Fischteich gebaut. Macht nix. Okay. Hat auch ganz viele Bäume noch nie gesetzt. Das stimmt. Dafür hast du noch nicht so viel Tierchen gemacht. Das stimmt. Ich habe Häschen gemacht, das reicht mir. Einmal Häschen, ja. Ja. Einmal Häschen zum Mitnehmen. Nein. Habe ich überlegt, ob ich schon mal Hase gegessen habe. Aber ich glaube nicht. Ich esse keine süßen Tiere. Okay. Also mit anderen Worten, du findest zum Beispiel Schweine, ja, die waren ja in diesem Spiel auch süß, hast du gesagt. Die würdest du dem nachher auch nicht essen? Die finde ich im echten Leben aber nicht süß. Ja, warum nicht? Arme Schweine. Ernsthaft, jetzt habe ich schon wieder keinen Sprit im Plack, das gibt's doch nicht. Ich finde auch Kühe nicht süß. Ich muss sagen, also von allen Fleisch, was man so im Generellen isst, finde ich Rindfleisch noch mit am besten. Das stimmt. Und auch mit am gesündesten. Vor allem für Burger Patties. Oh, geil. Meins! Ist das hier vor allem jetzt so eine Mischung aus Zucchini und Salat? Salat, 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 Salat. Weißt du, wie so Viren, die sich verbreitern. Verbreitern, verbreiten. Du pflanzt komisch an. Ich nehme dir halt einfach. Ich nehme dir Space weg. Du musst ein 9er-Feld markieren, damit du es nicht mehr benutzen kannst. Ja, und währenddessen mache ich ungefähr 10 andere 9er-Felder. Ja, ich habe leider zu wenig Sprit im Tank, nicht genug Geld, alles klar. Hast du im Frühling schon geerntet am Bäumchen? Ja, ne? Ich war vorhin noch drüben. Ich glaube, es hat sich noch nicht geändert dort. Ich glaube, die meisten Bäume, die sind im Sommer fertig. Kann das? Sommer und Winter relativ. Ich bin ja nicht ganz so oft, deswegen kriege ich das nicht so mit. Ich glaube aber, wenn du Farm Together alleine spielen würdest, wäre das Spiel ziemlich dröge. Ja. Also es gibt manche Spiele ja, die sind an sich relativ geil, aber halt eben nur, wenn du sie im Multiplayer spielst. Das stimmt. Diese komischen Plymouth-Hühner, die haben echt verdammt viel, was die fressen. Wo packen diese Kackhühner eigentlich hin? Weiß ich nicht. Huch, jetzt habe ich auch einen Huhn hier draußen. Brauchen wir da noch welche? Wovon? Was denn? Von diesen Plymouth-Dingern. Nee, da werde ich keine mehr bauen. Die kosten erstmal 3200, so ein Kackfeld. Und, also wir brauchen die für eine Quest, ja. Aber ich habe jetzt insgesamt 8 Felder von denen. Ja, ich sehe es gerade. Ich würde auch sagen, solange wir die Tiere nicht für eine Quest brauchen, will ich die auch nicht füttern, weil das ist dann irgendwie Geldverschwendung. Na gut, wir kriegen ja auch Geld raus, wenn wir die ernten können. Ja, lohnt sich das so krass? Du, ich habe da nicht drauf geachtet, ich habe einfach nur gemacht. Das ist ja nicht so wie die Bäume. Ja, ist okay. Ich gebe dir recht. Wahrscheinlich hast du recht, also ich weiß nicht, ob es so ist. Ziege! Weißt du, ich muss mir überall meinen Sprit zusammen betteln. Und die reißt mir doch von der Nase weg. Ich kam halt gerade vorbei. Ja, ich kam zum Betteln auch gerade vorbei. Ja, da hatte ich halt schon gedrückt. Entschuldigung, ich bin leider nur zu Fuß unterwegs. Ich bin leider nicht so mobil wie du. Weil ich habe halt keinen Sprit, mit dem ich unterwegs sein kann. Haben Sie eine Spende für die Armen? Kannst du mal nicht übertreiben hier. Ähm,
Du hast einmal die Bienen heute geerntet, ne? Die was? Die Bienen. Ja. Und wir haben 5 Bienenstöcke, oder? Ja. Okay. Ich glaube, dann macht es mehr Sinn, wenn wir... Brauchen wir mehr Bienen? Wir brauchen von allen mehr. Nee, aber ich glaube, ich mache besser erstmal Marmeladenstand, weil wir kommen schneller an die Marmeladen dran als an die Bienen. Vor allem, wir können einmal jede Minute 10 Marmelade verkaufen. Wenn wir das schaffen, innerhalb von einer Minute 10 Marmelade zusammenzukriegen, ich glaube, dann sind wir irgendwo am Ende des Spiels angekommen, Chi. Ich muss meine Rolle noch mal ein Stück runterdrehen. Ich blende diese eine Fleck am Schreibtisch. Ha. Oh, hier gibt's ja Sprit. Oh. Ist sogar extra leise runtergelassen. Nicht so wie in der Aufnahmepause. Ja. Ich muss sagen, dass mir auch kurz diese Schnur aus der Hand gekommen. Weil ich habe einen neuen Rollo drin und der flutscht irgendwie. Ja, gut, ich meine, eine neue Schnur, ne? Da flutscht gern schon mal was. That's what she said. Ein komplett neuer Rollo. Und der geht irgendwie deutlich leichter als mein alter. Aha. Mhm. Deswegen flutscht es bei dir, ne? Ja. Neu ist immer besser. Das ist auch that's what she said. So. Okay, wahrscheinlich verliere ich nachher wieder den Connect, wenn mein Tank bald mal wieder voll sein sollte. Ich würde es lustig finden. Nee, ich nicht. Wir brauchen die ganzen Sachen denn? Alter, das ist ganz schlimm. Ich muss mehr Salat anpflanzen, der geht noch schneller. Oh, der Salat hier ist bald fertig. Jetzt haben wir gerade wieder so diese Phase, wo wir einfach unnütz rumrennen irgendwo. Ja. Schrecklich. Deswegen sage ich ja, mehr Salat, der wird schneller fertig. Und wir sind dadurch ja auch an sehr viel Geld gekommen, tatsächlich. Das stimmt. Aber weißt du, was ich vergessen habe, einzurechnen? Dass das Bestellen der Felder ja auch 10 kostet. Ja, das ist richtig. Dann habe ich irgendwie nicht gedacht. Hm. Gut, ich meine, so was passiert halt mal. Achso, wir haben ja kein Geld. Weil die Chi wieder alles für Zucchinis rausgeschmissen hat. Weißt du, ich sag noch, wir müssen mehr Salat machen, das geht schneller. Und was macht sie? Zucchinis. Ja. Damit wir hier noch mehr unnütz rumrennen. Also wenn ihr euch beschweren wollt, wisst ihr wo. Die Zucchini, also wir müssen ja mal langfristig denken. Wir müssen ja irgendwann auch mal heute wieder die langwierigen Sachen anpflanzen. Ja, das ist richtig. Die sind relativ teuer. Ja, das stimmt. Da, 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 da. Ah, guck mal, hier ist gerade Benzin wieder fertig. Ich denke jedes Mal, wenn meine Katze irgendwo drüber springt, dass du hinter mir bist. Vielleicht bin ich ja doch hinter dir. Meister Popper, direkt hinter dir. Was? Nix. Es geht wieder nur Salat. Ah ja. So. Jetzt mal ein paar Bäumchen. Das ist wieder mega den heißen Sommer. Flimmert es wieder? Nee, aber rechts oben an der Sonne ist ein Thermometer, das ziemlich rot ist. Ist das da sonst nicht? Nee. Okay. Habe ich noch nie so wirklich drauf geachtet, ehrlich gesagt. 100 mich jetzt nicht. Ja, du, was soll ich dazu sagen? Eine Scheiße da.
So, hier. Oh, die Maulwurfbäume sind auch wieder fertig. Damit wir dann noch wieder noch mehr bekommen. Ich finde immer noch, diese Maulbeeren sehen aus wie Raupen. Yep. Oder wie so kleine Kackköttel. Die weiß sind, ja, mit weißer Schokolade ummantelt. Ja. Generell finde ich, ist ja weiße Schokolade viel geiler als schwarze Schokolade. Hm? Ich bin eh nicht so ein Schokoladenmensch. Ich auch nicht, aber wenn ich Schokolade esse, muss ich sagen, weiße ist besser als schwarze. Ich mag die Milka Oreo Schokolade. Wegen dem Oreo. Ja. Ja, okay. Ich mag Schokolade pur, also so Vollmilchding mag ich nicht. Ich habe letztens Oreo Cornflakes gegessen. War bestimmt auch geil. Grundsätzlich haben die wohl geschmeckt, ja. So, Bananen. Was ist das hier? Mandeln. Ah, okay. Wir müssen die Folge beenden. Ja, ich mache eben noch die Bäumchen hier zu Ende. Bin sofort durch. Then we could end this Folge. So, was kommt hier noch? Ich glaube, Birnen sind das. Nach Birnen aus, ja. Burnen. Ein paar Birnen verkaufen. Schwupps. Schwupps. So, und die letzte Reihe. Cookies News. Ach, wer ist cool. Süß? Cookies News. Hab ich gesagt. Ach so. Ich finde das aber cool, dass sie hier im Sand stehen. Ja, das sind halt Kokosnussballen. Ja, ich sag, die sind authentisch. So. Alles klar. So. Achso, warum steige ich denn auf den Trecker um? So, I'm on the way. Ich krieg's noch ein bisschen Sprit sammeln. Hey, ich hab wieder den Tank voll. Juhu! Meine ist leer. Hm, komisch. Aber die Hand. Ich habe das Gefühl, wir haben eine andere Rollenverteilung gerade. So. Achso, hier vorne ist ja jetzt mittlerweile die Dings. Ich bin immer so gewohnt, dass man. Ich beende irgendwie die Folgen gerne an der Bushaltestelle. Ich weiß nicht warum. Verstehe ich auch nicht. So, ich setze mich mal wieder hier auf die Parkbank. So. So, ja, wollen wir? Ja. Ah, dann. Tschüss. Gut, toll. Machst du das eigentlich bei dir auch immer so, dass du so abrupt einfach sagst, so, ja, tschüss? Nee. Nee? Nee. Warum machst du es hier? Na, weiß ich nicht, ich wollte den Witz jetzt. Ah, okay. Haben. Ah, okay, ja. Ja, dann tschüss, ne?